Hallo zusammen, ich bin Böse Gummibaum und willkommen zu einem weiteren Livestream. Gleich mal vorausgeschickt, erstens für die Livestream-Zuschauer, aber zweitens auch für die, die bei YouTube zuschauen. Ich bin ein bisschen krank, deswegen tut es mir leid, wenn sich meine Stimme ein wenig belegt anhört oder ich irgendwie im Delirium daherrede, irgendein Blödsinn, mehr als sonst, sagen wir so. Aber deswegen ist auch heute am YouTube-Channel nichts rausgekommen, weil ich nicht wirklich aufnehmen konnte. Und morgen kommt vielleicht auch noch nichts raus, das weiß ich noch nicht. Und aus dem gleichen Grund werden wir heute auch ein bisschen weniger lang machen wahrscheinlich, als wir es normalerweise tun. Das tut mir leid, ich kann nichts dafür. Es ist ein bösartiger Virus, der meinen Körper befallen hat. Sehr, sehr gemein. Muss aber sagen, wir laden natürlich... Wow, kein Versionskonflikt, what the fuck happened? Muss aber sagen, wenn ich schon krank bin, ist so krank sein, wie ich jetzt gerade krank bin, so ziemlich das Leimernste. Ich habe zwar Grippe, aber es tut mir nichts wirklich weh. Ich habe nur Fieber und bin voll fertig. Also das ist irgendwie netter, finde ich, als wenn man irgendwie super Kopfschmerzen hat oder Ohrenschmerzen oder Rachenschmerzen oder irgendwelche Schmerzen. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht verschrien und fange an, laut zu schreien während dieses Streams. Das würde mir nicht gefallen, das kann passieren. Was wollen wir eigentlich machen? Wenn ich meine Kolonisten wäre, würde ich mir gerade Sorgen machen darüber, dass sie alle sterben. Weil... Mein Gehirn ist nicht besonders auf der Höhe gerade. Wir machen eine Karawane, oder? Fasane. Das hat sich gerade gereimt. Fasane, Croc, machen eine Karawane. Wunderbar. Der Rest weiß eh, was sie zu tun haben, oder? Ich muss eigentlich eh nichts machen. Ist fein. Einfach höchsten Speed und laufen lassen. Kein Problem. Alles geregelt. Habe ich alles wieder aufgebaut, das ich aufbauen sollte? Schaut sehr aufgebaut aus, muss ich sagen. Soll ich noch mehr Sachen aus Stein machen? Oh Gott, ich muss gleich husten. Zerrissene Kleidung. Wieso habt ihr zerrissene Kleidung? Dann werdet ihr auch noch krank. Stellt euch mal vor. Wait, what? Wir haben ein Karawanen-Interface? Good for you, good for you. Was hast du, das dir nicht gehört? Schwere Lederparke, dann nimm dir doch eine der schöneren Lederparkers, Mann. The fuck are you doing? Okay, du machst schon Sachen. Gibt es noch viele Sachen, die du zu machen hast? Voll. Mach noch mehr Sachen. Und dann mach noch mehr Sachen, wenn du die Sachen gemacht hast, die du noch mehr machen musst. Ich glaube, das ist eine sehr gute Strategie. Aufgabe beendet, stell Mütze her. Wunderbar. Ja, Mützen sind auch wichtig. Sex nicht krank werden und so. Ein sehr monothematischer Stream. Heute wenig Nahrung, the fuck. Achso, ja, ist eigentlich richtig. Wir haben ja keine Nahrung. Weil ja, alle abgebrannt. Immer noch nicht? Können diese Kartoffeln mal wachsen? Was ist mit ihnen? You have one job. 80% gewachsen. Das ist keine Arbeitsethik, dieser Kartoffeln. Ich grab sie nicht ein, bauen in der Lampe, 5000 Heizungen, eine Steinwand. Und was ist der Dank? 80% gewachsen. Frechheit. Wildtiere. Ich jage eh ganz brav. Good job bei mir. Wer jagt? Pflegebetten, whatever. Irgendwer will in meinem Moment was jagen. Okay, Harry jagt. Alles ist cool. Alles ist cool. Und seid ihr jetzt mit der Karawane fertig? Ich bin ein bisschen ungeduldig. Geht? Blitzsturm. Zum Ort springen. Ja, okay, ist eh weit weg, oder? Nicht die Karawane abfackeln, Alter. Geht's da weg? Wer schießt jetzt schon wieder auf irgendwas? Achso, das ist gar nicht die Karawane. Das ist nur der Harry mit all seinen Viechern. Yo, okay, Moment. Ihr sollt schon alle... Nein, nicht Follow Master. Ihr sollt schon alle von alleine gelassen werden können, aber ihr sollt nicht die ganze Zeit dem Harry folgen. Es geht ja auf keine Kuhhaut oder keine Muffalo-Haut. Wenn man spezifisch sein will. Kühe habe ich in Rimworld noch keine gesehen. Käfer befallen, na geh bitte. Na, warum denn aber auch? Na, das ist unschön. Das gefällt mir nicht. Können wir bitte keinen Käferbefall haben hier? What the fuck? Das Problem ist, es ist nur zwei breit. Das heißt, wir haben da nicht so wirklich Optionen, wirklich voll drauf zu schießen die ganze Zeit, wie ich gerne würde. Wir müssen uns selbstverständlich darum kümmern, keine Frage. Werden wahrscheinlich jetzt alle sterben, aber das ist auch okay. Bolt Action Rifle, Bamsi, du kommst dahin. Harry, ebenfalls Bolt Action Rifle. Geht sie das aus? Na, du kommst dahin. Ich hoffe, der kann dann noch dadurch schießen, wenn da der Harry steht. Ich weiß es nicht, um ganz ehrlich zu sein. Bin mir nicht im Klaren darüber. Hm. Wer kann denn noch so ein bisschen was? Shark kann gar nichts. Kloin. Haben wir dich noch? Hä, dieses Geräusch macht mich wahnsinnig.
Jesus, ja, kommt mal raus hier, damit ich nicht mehr. Kommt raus! Was ist mit den Häuseln? Wie lange brauchen die bitte? Oh, sind das Feder? Kennt er? Was ist das? Chain Shotgun, du hast dich dahin. Nick, ich meine, du hast dich auch noch irgendwo dahin. Ich meine, die Viecher werden leider. Es könnte sich noch einer dahin stellen. Ich habe nur Angst, du wirst dann angeschossen von den anderen. Ich habe sowieso Angst, dass hier alle sich gegenseitig anschießen werden in diesem Clusterfuck. Um den Terminus Technicus zu verwenden. Yugi muss da nicht nach vorne. Wer ist Nahkämpferin, Carissa? Du kannst da mal die Tür aufmachen gehen. Was genau macht sie hier? Achso, die hauen sich hier für selber raus. Wisst ihr? Wo haut sie sich raus? Was soll der Schatz eigentlich? Warum tun die da jetzt Minenarbeiten verrichten? Kann mir das wer erklären? Oh, lauf wieder zurück. Ja, nein, lauf nicht wieder zurück. Lock sie an. Hey! Okay, lauf! 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 Oh, okay, Leun. Okay. Leute. Ich glaube, du musst dich schon wieder zurückfallen lassen. Das wird alles sehr unangenehm. Wow, nicht beschossen, Mann. Ich muss sagen, die Leute können zielen heute. Ich meine, es explodiert jetzt. Jetzt rennen sie vielleicht dann da rauf, weil da die Mauer weg ist. Ich hoffe nicht. Das sind schon viele, oder? Findet ihr nicht? Ich finde, es ist schon einiges an Insekten befallen hier. Es ist auch noch kein einziges von den Viechis tot. Das gefällt mir gar nicht. Yo, Kaloin, kannst du auch noch da ein bisschen... Inder muss da schon noch schießen. Von den großen Viechern ist noch kein einziger hin. Ich meine, wie soll das funktionieren, Leute? Wir müssen die schon killen. Wo ist eigentlich meine Chain Shotgun? Gibt sie nicht. Die Chain Shotgun ist gar nicht da. Wer hatte die Chain fucking Shot fucking Gun? Ey, lass die Tiere auch einmal los, dann sterben wenigstens die, nicht meine Kolonisten. Du hast die Chain Shotgun. Ja, wie kann man so weit weg gewesen sein? Gibt sie nicht. Immer die, die man am meisten braucht. Oh oh. Okay, wenigstens eins von den Viech ist tot. Ich glaube, da werden die Hälfte meiner Tiere und Carissa drauf gehen heute. Aber vielleicht können wir wenigstens das Problem lösen. Jesus, das ist ein Herumgeschieße hier. Nicht sterben. Wie schnell stirbst du? Wahrscheinlich extrem schnell. Tode 8 Stunden. Das lässt sich noch gerade aushalten, muss ich sagen. Bewusstloser Kolonist, yes. Warte, sind sie alle jetzt? Oh, wonderful! So schnell ist das gegangen? Cool. Retten. Ja. Yep. Alle Viechis können weg. Einer von euch muss die alle killen. Wer macht denn das? Nicht essen. Töten. Alle Mega-Spider töten, bitte. Ja, das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Du musst auch mit. Wenn Mega-Spider töten. Silko, du kannst da mal aufräumen gehen. Ich glaube, du bist du eh nicht am Sterben oder so. Du bist mega am Sterben, liebes Hündchen. Du müsstest auch irgendwann verarztet werden. Kannst du dich hinlegen? Also wenigstens vorher vielleicht bewusstes werden? Nein, ich will mit dem Hundi reden doch. Trage Spelu. Da ist du. What? Solomon? Das ist ein Name für einen Hund. Harry. Komm mal rein. Mega Spider töten. Beatrice? Nein, Beatrice. Du kommst da mal die blöden. Bin im Nahkampf, whatever, geh da hin und kill diese Kolonien. Hält mir nicht aus. Ich hoffe, da kommen dann jetzt keine neuen Viechis raus. Ja, schieß. Jesus, bist du lang. Jo, kennt er. Komm mal mit, das halt ich nicht aus. Dauert mir zu lang. Ich hab Angst, dass da weitere Viechis entstehen in der Zwischenzeit. Da ist auch noch einer nicht ganz tot. Holy shit, Beatrice, bist du scheiße im Schießen. How on earth? Okay, du triffst dich, ich sehe es noch nicht. Okay, ich nehm's zurück, das ist mein Fehler. Hast du jetzt das Viech endlich getötet? Wunderbar, wir müssen da noch einen Viech töten. Ah, Spelopede ist das Ding, alles klar. Ja, das musst du auch noch killen, bitte. Du sollst doch noch das da beschießen, bitte. Du bist erfroren? So. Ich dachte, ich habe eine Heizung da drin. Oh, das ist jetzt auf einmal im Freien. Nice. Ja, gut.
point. Good point. Warte. Ferdi? Wo sind jetzt die ganzen... Ich sehe nicht mal, welche Hunde hin sind. Alter. Ferdi retten. Solomon muss später auch noch gerettet werden. Ich hoffe, die sterben jetzt nicht alle. Lu, lass mal gut sein für einen Moment. Okay, ihr habt beide das erledigt. Wunderbar gemacht. Ganz toll. Ganz toller Job von euch beiden. Das ist äußerst unangenehm, falls wer anders angreifen kommt. Das heißt, ihr solltet mir bitte kurz eine... Was auch immer haben wir denn? Wir haben gerade nicht so viel Stein, oder? Kalksteinwand. Alrighty. Hier bitte eine Kalksteinwand zu bauen. Hier bitte auch eine Kalksteinwand zu bauen. Ebenfalls hier, dankeschön. Dann müssen wir eine Holzwand bauen. Und zwar... Hier und hier. Aber dann, warum sind da zwei... Achso, das ist von den... Das ist wahrscheinlich von dem Maschinengewehr. Oder von den Geschütztürmen oder wie auch immer die Dinger heißen. Ja, da ist schon ein halbhinniges Yuki, nicht pennen. Wie lange hast du, bis du tot bist? In 6 Stunden. Wie lange hast du, bis du tot bist? Oh, fuck. Well. Du bist tot. Kann Harry ohne... Okay, Moment. Es gibt eine einzige Chance, das zu machen. Harry... Du kannst nicht fahren, du bist so deppert. Ich hasse dich, Harry. Du bist schuld, dass die, das, wie heißt du? Dass Ferdi stirbt. Ferdi! Dein Lieblingshund. Sag ich jetzt mal. Ja, du, die anderen sind nicht schnell genug da oben. Ich könnte es noch mit Lu probieren. Lu, kannst du vielleicht verarzten? Ja, da kann ich aber gleich auch noch irgendwen anderen nehmen. Jacques, wo ist fucking Jacques eigentlich schon wieder, wenn man ihn braucht? Okay, da ist er. Jacques, mal schauen, ob er schnell genug ist. Kann ich dir überhaupt sagen, dass du keine Medizin dafür verwenden sollst, sondern nur raufrennen? Ja, keine Medizin and just fucking go. Aber ich glaube, das war deine einzige Chance leider. 0,2 Stunden. Ist schon hin. Trägt Fetti zu! Hat jetzt das in Auftrag gegeben? Ja, jetzt ist Fetti tot. Du hättest sie verarzten sollen. Das wäre sich hier nicht mehr ausgegangen, aber... God damn it! Sorry, Solomon. Jetzt ist Harry wieder so schlecht drauf. Aber Harry ist völlig selber schuld. Ich meine, was soll die Scheiße? Ich meine, essen müssen wir natürlich trotzdem, auch wenn er mal ein Haustier war. So ist es auch wieder nicht. Psychisches Brummen weiblich brauche ich jetzt auch nicht unbedingt gerade. Was ist eigentlich mit der Karawane? Tut die, was die tun sollen? Was soll sie überhaupt tun? Daran kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Also du hast den Flüchtling, okay, sure. Bitte wieder weg von der Weltkarte. Dankeschön. Das war echt gerade ein bisschen blöder Insektenbefall, muss ich sagen. Aber ich bin ganz froh, dass niemand von den Kolonisten gestorben ist. Das hätte auch leicht passieren können. Bei so einem Onslaught an Riesenspinnen. Dem Kitin-Panzer. Kann schon mal vorkommen. Gefährliche Nahrungsart? Was ist... Hast du Fleisch gefressen schon wieder? Aber wir haben eh ganz viel... einfache Mahlzeiten gerade. Aufgabe beendet, stellt Parke her. Stellt hier gerade irgendwer noch irgendwas her? Jetzt machen wir einfach jedes Mal wieder eins. Dem. Aber nur noch 19 von denen, das gefällt mir auch nicht. Ist eigentlich irgendwer am Deep Drillen? Oh! Zum Ort springen. Können wir die jetzt irgendwie... Bitte Hilfe. Ja, können wir alle da runter? Bewusstloser Kolonist, bist du im Sterben? Nee, du bist nur deppert. Okay, wie soll man das denn machen, bitte? Kann ich das machen? Retten. Aha. Wir haben noch wie viel Grad draußen? 2. Reicht, oder? Ist das safe? Sicher. Ist kein Force wird. Kann irgendwer von euch vielleicht bitte. Irgendwer von euch beiden wird ja wohl Force wird sein, ich. Wald dabei, das ist nicht zu schwer, bitte. Dehnt sich schon wieder ab. Fasane! Geh mal ein bisschen Forstwirten.
Dankeschön. Wie viel braucht man für so ein Bett? 19 Holz. Mir geht's eh bald wieder gut. Was machst du gerade? Schaut den Wolken zu. Ist leider nicht, mein Freund, das ist ein Bett hier zu bauen. Möbel. Bett. 45 Holz. Okay, mal schauen, wie viel das hier hergibt. 21 reicht gerade auch noch nicht. Feuer? Wo zum Geil ist hier Feuer? Ey, nicht anfangen hier. Wieso brennt auf einmal alles? Bei mir brennt auf einmal alles. Das wird schon wieder. Wieder zurück dahin. Begrüßen. Dankeschön. Ja, Feuer, Feuer, bla bla bla. Mein Gott, scheiße doch nicht ins Hemdspiel. Bisschen Feuer. Zu wenig vorhanden ist überhaupt nicht zu wenig vorhanden. Kannst du das jetzt bauen? Nice. Können wir ihn jetzt safen vielleicht? There we go. Können wir jetzt sogar einer von euch beiden vielleicht Pflege. Einmal 25. Gar nicht so schlecht. Beide mal 25. Geh mal pflegen. Nein, nicht ausziehen. Jesus, nicht ausziehen. Dude, nein. Was machst du gerade? Tust du pflegen? Ich hoffe, du pflegst. Ja, okay, du behandelst. Sehr schön. Ich meine, da müssen wir jetzt eigentlich nur noch warten, bis du nicht mehr etwa bist. Ey, können wir das ernten? Das hätte man auch vorher machen können, vorm Pflegen. Geh mal ernten, ne? Nicht kein Feuchtwirt. Jesus Christ. Fasane. Die ist eh fad. Jetzt hätten wir sogar eine Heilwurzel fürs nächste Mal, wenn wir das machen müssen. Hast du es jetzt dann bald wieder mit dem Laufen können? Ich habe mal zwei Prellungen und tut so, als wäre er am Sterben, ey. Mit seinem Bettchen in der Wildnis. Risikozusammenbruch schwer. Was ist Yuki? Yuki, what's your problem? Leichtes psychisches Brummen, müde, stärker Schmerzen, unanzählich. Wieso hast du schon wieder Schmerzen? Wieso haben immer alle die ganze Zeit Schmerzen? Neue Liebhaber! Oh, immer besser. Krog tried to woo Fasane by telling a story about sex. Fasane was attracted and is now Krog's lover. So schnell kann's gehen, ey. So schnell kann's gehen. Der arme Jutta hat einen Haufen Prellungen und jetzt ist er noch fünftes Rad am Wagen. Drittes Rad am Wagen? Am Fahrrad. Egal. Wie auch immer. ich würde gerne wieder abhauen hier. Kannst du laufen? Bewegen, kaum. Okay. Wir haben ja noch Futter hier, oder? Wir haben ein Muffalo mit uns mit einem Haufen Futter drauf, oder? Ich schau, was du mir nur tast. Ja, es reicht schon, hoffe ich. Können wir ihn einfach aufs Muffalo geben? Können wir ihn mit dem Muffalo transportieren? Das weiß ich nicht. Jäger oder Fernkampfwaffe? Wer? Wie ist überhaupt noch nicht das Jäger eingeteilt? Das ist noch nicht mal da. Das ist eine Lüge. Versucht sich einen Job zu schmuggeln, den er nicht hat. Schweinerei. Yo, Jutta, kannst du dich mal wieder einkriegen, bitte? Und nicht Drama Queen spielen. Ich bin auch krank und ich streame, also kann nicht zu schwer sein, sich da jetzt zu bewegen mit den paar Prellungen. Mein Gott. Sogar gefüttert haben wir ihn. Kannst du dich jetzt wieder bewegen? Kaum. Carissa hat auch noch einen schweren. Was ist mit euch schon wieder da drüben? Ist jetzt sogar in der schönen Kolonie. What's your problem? Carissa. Also bist du wahrscheinlich auch weiblich. Damn. Leichtes psychisches Brummen. Hässliche Umgebung. Ja, lass dich halt nicht zusammenschlagen von den blöden Spinnen. Dann könntest du in deinem Zimmer liegen und müsstest nicht im schieren Krankenhaus sein. Selber schuld. Kein Mitleid. Hunger, wer hat Hunger? Jutta, hör mal auf mit der Scheiße und lass dich lernen laufen. Du bist zu alt für die Blödsinn. Wo haben wir Trauben? Links Trauben, aber ich habe da eh Mahlzeiten. Wieso kann ich dir jetzt nicht da... Wieso kann ich ihm keine Mahlzeiten geben?
Nahrungsmangel trivial. Ich glaube, wir müssen jetzt mit dir einfach bewegen. Kaum immer noch. Wie lange dauert denn die blöde Karawane, wenn ich sie jetzt hier in Auftrag gebe mit ihm zusammen? Karawane von mir. Ist sicher alle. 3,9 Felder pro Tag. Idee. Wieso? Wir haben eh genug einfache Mahlzeiten. Scheiß dir nicht an. 1,7 Tage sozusagen an Nahrung haben wir nur. Wähle Route. Wir haben eh alles mit, oder? Was wir mit haben wollen. Also Sandstein, das Bett brauche ich auch nicht unbedingt. Ah, die Kräutermedizin können wir mitnehmen. Will ich Marmorbrocken mitnehmen, damit wir Marmor haben? I don't know. Ich meine, wir können irgendwas mitnehmen. Why not, wenn ich schon habe? Nee, dauert es zu lang. Bämpti, bämpsti. Außer mit das Gewicht immer höher. Wähl eine Route, ihr geht's wieder zu Haus. 1,1 Tage, let's go. Annehmen. Gamer Burschen. Und Mädels. Sorry, es war ja gerade ein Liebhaber-Dingsbumsi. Und ihr seid nicht homosexuell, oder? Fasane. Einer von euch beiden? Wer ist eigentlich Krog? Wer von euch? Wie? Wo seid ihr? Bin verwirrt. Nein, ich möchte nur einen von euch. Ich darf nicht einen. Okay, fuck it. Wir werden es nahe sind. Auch nicht weiter wichtig. Feuer. Wait, what just happened? This happened. Das ist nie gut. Jo, können wir Feuer ausmachen gehen, bevor wir putzen? Ich sage nur, es wäre vielleicht eine gute Idee. Feuer ist nämlich, wie wir letztens gesehen haben, ein sehr großes Problem in unserer doch recht hölzernen Kolonie hier. Nick, yes. Let's go. Let's go. Good job, everybody. Niemand ist gestorben. So soll es sein. Wer baut jetzt bei den Leuten, die da sind? Weil es wird relativ wenig gebaut, muss ich sagen. Chris eigentlich, der hat Zeit. Nico ist gerade eher am... Habe ich gesagt, du sollst da nicht... Glaube aussehen. Yo, na. Das ist ja wohl die größte Frechheit, die ich in meinem Leben gesehen habe. Niemand kommen sie von rechts. Jetzt ist da einmal eine Öffnung und jetzt kommen sie von der Seite. Alter, ich pack mein Leben nicht. Was für eine bodenlose... So eine Scheiße! This is a problem. Die würden normalerweise nie da durchlaufen. Die werden schön... Nur weil das niemand aufgebaut hat. Ihr seid so faule Drecksäcke, alle miteinander erst. Ihr habt es eh verdient zu sterben. Mein Gott. Wie soll man das jetzt machen, bitte? Wie soll man das jetzt schon wieder machen? Ich meine, die halten wenigstens weniger aus als die blöden Spinnen, aber da werden schon wieder ein paar Viecher dran glauben müssen. Eigentlich das dumpfe Gefühl. Du haust dich mal dahin. Und jetzt nicht so deppert wie vor. Oh, ich komm dann so nach 5 Minuten auch mal vorbeischauen. Nein, alle sofort jetzt hierher. Geht sich einmal intelligent aufhören in eurem erbärmlichen Dasein. Kenta, du kommst dahin. Nein, du kommst dahin, sorry. Ja, du gehst halt deppert da rumstehen von mir aus für einen Moment. Lu kommt auch dahin. Alle, die eine Waffe tragen können. Ich meine, Yuki ist nur Nahkämpfer, der andere ist leider Pazifist. Die Viechis kommen jetzt doch mit, weil sie werden gleich wieder losgelassen werden müssen. Auf die Eindringlinge. Ich kann nicht kein Deutsch reden. Hier. Sie kommen nicht sofort. Okay, Moment. Wer kann bauen von euch? Nick. Wow, das hier. Vielleicht kommen sie dann nicht von der Seite. Ich meine, das ist ja das Lustigste überhaupt. Lauf. Gehst du gerade bauen? Ich hoffe, du gehst gerade bauen. Nein. Bau! Oh mein Gott, that might be the greatest thing ever. Okay. Nein, das ist das auch noch bauen. Das da. Oh mein, kannst du sogar von der Seite? Oh mein Gott! Die sind so dumm. Ich hoffe, sie können sich nicht durchbauen. Ich hätte vorher besser aufpassen sollen. Nein, ihr dürft alle wieder nicht mehr. Nicht mehr meinte ich damit. Nicht mehr. Für einen Moment. Seltene Frambus haben wir auch noch. Huskies bleiben. Eine Gruppe im Stich gelassen oder für die Huskies? Wir haben neue Huskies? Holy shit, ja, wir haben mehr Huskies. Und wir hatten schon Huskies. Und wir haben Husky-Puppies jetzt. Holy shit, sind das viele Huskies.
Können Huskies Heu essen einfach? Ja, gerettet drin bei Sit kann weg, das habe ich schon gecheckt. Seltene Frambos sind wo? Hier, okay, mit dem muss ich mich jetzt dabei gerade eigentlich auch nicht anlegen. Starten ihren Angriff und sie rennen jetzt wirklich rundherum. Oh, wie großartig. Wie absolut großartig. Harry. Zur Feier des Tages darfst du dich gleich mal hier hinstellen. Dene. Lieber Silko. Feier des Tages darfst du dich gleich mal hier hinstellen. Dene. Nick darf sich hier hinstellen. Carissa macht nichts. Kenta hat sich dahin. Beatrice hierhin. Lou hierhin. Und Kaloyan noch hier an den Rand. Und dann hoffe ich, funktioniert das alles super. Kaloyan und Beatrice haben leichte emotionale Probleme gerade. Aber das soll passieren. Wo ist der Rest? Servus, Veronika. Veronika, der Lenz ist da. Und du bist tot. Beides richtig. Servus, Metel. Metel, Sheriff. Okay, Pistolen haben die. Bamsti. Okay, du willst von da schießen? Schön. Wie mein Guest, wenn ihr einzeln schießen wollt. Yes, nice. Es geht doch schon gleich viel besser, wenn das keine depperten Spinnen sind. Ja. Was ist da jetzt bitte gerade explodiert? Okay, die Hälfte ist eh schon tot von denen. Du kannst dich ja mal verarzten lassen. Der Rest von euch kann auch weg, außer wen lassen wir da? Lou. Kümmere dich bitte um den Rest hier. Okay, Lou kann sich da, Kaloyan kann sich um ihn kümmern. Wunderbar. Einer entkommt mir, aber der Rest wird seiner oder ihrer gerechten Strafe zugebracht. Der Herr, wie auch immer. Zugeführt. Und wir müssen noch finden, wieso bist du eigentlich immer noch quasi feindlich? Wie schaut's bei dir aus? Bist du leibernd? Ich meine, kämpfen kannst du, was nie ein Fehler ist. Bergbau, Handwerk, einen guten Handwerker könnten wir jetzt eigentlich gar nicht so schlecht brauchen. Kloin, fangen. Das ist da auch tot. Ich meine, wir können Ericsson, Folterer, auch fangen und im Notfall in dem verkaufen. Was ist mit dir? Konstruktion Tiere. Ich meine, ist auch nicht allzu übel. Du kannst kurz essen und dann kannst du Paula noch fangen. Wobei, stirbt vielleicht vorher. Aber iss mal in Ruhe. Fangen, bitte alle verarzten, aber schnellstens. Yo, Yuki. Behandeln. Das ist Kaloyan so lahm, bitte. Wobei es bei ihr eigentlich wichtiger wäre, dass wir sie behandeln. Sie ist doch in 5 Stunden tot. Geh mal sie behandeln, actually, zuerst. Kann ihn wer von euch sonst noch behandeln? Ah ja, Jacques schon wieder. Dann geh du das erledigen. Ericsson Folter kann jetzt schon wieder laufen? Ja, bist du schnell. Klar, ein großes. Ah ja, ist noch irgendwer unter. Nein, niemand ist mehr rekrutiert. Sehr schön. Jacques übernimmt das Fazit von Paula auch nicht. Sehr gut. So, jetzt, nachdem wir sie hier hätten. Du bist die, die ich eigentlich haben wollte, oder? Ja, du bist ganz cool. Oh, nice. Kein Problem, sie anzuwärmen. Ericsson muss eigentlich nicht wirklich sein. Es wäre aber auch einfach. Ihr werdet alle einfach. Wir können mal Widerstände reduzieren, auf alle Fälle bei allen. Und dann werden wir möglicherweise Organe entnehmen. Das könnte fast passieren. Zumindest mit Ericsson und Paula. Nein! War der Yutaka? Who the fuck is Yutaka? Wer ist Yutaka? Husky Papi? Du monströser Fuchs. Glaube ich ja nicht.
Können wir die Tiere kurz loslassen? Wo ist Harry? Harry. Nein, kannst du. Doch, so, oder? Lass die Tiere los. Hat er sich jetzt anders überlegt? Scheinbar. Kaum habe ich die Tiere losgelassen, hat er keinen Bock mehr gehabt. Okay! Hat er sich einschüchtern lassen, der Fuchs, wie es aussieht. Ah, lieber geht ein Eichhörnchen fressen. Bekommt ihr auch besser als meine schönen armen kleinen Husky-Babys. Nick, du solltest mal mehr davon machen. Und das sollte auch reingetragen werden. Und überhaupt, habe ich euch eigentlich gesagt, ihr sollt, ja, leckere sollt ihr machen. Und das, die Details davon sind auch richtig, okay. Ja, solange sich... Wieso macht es jetzt keine leckeren? Are you shitting me, weil ihr es nicht geschlachtet habt, ihr Vollidioten? Wir machen sicher nicht leckere Lachten. Okay, stop it. Nicht vegetarisch ist. Also die einfachen. Nicht vegetarisch machen. Ich habe keine Kuhhaut. Dafür habe ich die Kartoffeln nicht, dass wir daraus einfache Mahlzeiten kochen. Toller Arbeiter kann wieder laufen. Cleo glücklich machen kann wieder laufen. Ich hab gar nicht gesehen, dass du glücklich machen heißt. Sehr nett. Oh. Mit einer Karawane. Okay. Handeln. Wir haben nichts zum Handeln. Einfach weiterziehen. Wieso sitzt es so nah bei mir? Holy shit. Okay, Caravan arrived. Wunderbar. Genau. Zu was bist du jetzt eigentlich nütze? Lieber Utah. Du kannst eigentlich gut kochen, Spawn nicht wirklich. Sozial bist du gut, das gefällt mir. Und Handwerk, okay. Arbeit, lieber Jutta. Ich meine, die sind halt besser im Aufsehen, das stimmt schon. Kaloi mit 11 und 20 und Lu mit 13. Du kannst es trotzdem machen, sagen wir mal, weil du wirklich schlechter bist, muss man zugeben. Weil damit das noch in der machen kann, du kannst es als Zweier machen. Ich meine, irgendwer sollte sich schon auch noch um. Bei Kaloin könnte sich eigentlich. Harry kümmert sich momentan um die Viecher mit 13 von 20. Du bist 6. Was kannst du sonst? Du kannst Bergbau. Kaloin kann eigentlich ziemlich viele Sachen ziemlich gut. Vielleicht geben wir dir das auf 3 Tierpflege. Und das tatsächlich auf 4 diesmal. Und dafür. Du musst eigentlich nicht aufsehen. Aber wie gesagt, sagen wir halt, aufsehen kannst du schon, wenn es sein muss. Kochen darfst du nicht. Jagen darfst du eigentlich auch nicht, wenn du so schlecht drin bist. Feldarbeit? Nein. Waldarbeit? Ja, das ist okay. Waldarbeit darfst du machen. Und dann... Transport reinigen mal wieder, so. Eine Waffe würde ich dir übrigens trotzdem geben, auch wenn du nicht Händler bist. Okay, du holst jetzt gerade eine Stoffmütze, das ist gut. Du kannst dir dabei auch gerne hier eine Waffe zulegen. Wie wär's mit... Gib mir dir auch noch eine Machine Pistol. Wonder, bruh. Ihr müsst alle auch noch verarztet werden. Yuki hat wieder... Schrammt am Zusammenbruch vorbei, hoffentlich. Und hat nicht wirklich einen. Forschung abgeschlossen, fortschrittliche Herstellung. Gut, was machen wir als nächstes eigentlich? Krankenbetten wollte ich hier noch machen, oder? Und dann Vital... Ja, Monitor. Hört sich gut an. Wir haben langsam tatsächlich ein Komponentenproblem. Das heißt, ich sollte da noch ein bisschen weitermachen. Da könntest du mal Komponenten haben. Eieiei. Wo könntest du noch? Da sind welche, aber da müssten wir jetzt erst eine Brücke hinbauen, was zart wird. Weil ich die mega weit bauen muss. Aber sonst glaube ich, gibt es nirgends mehr welche, oder? Ich meine, außer ich grabe mich jetzt, ich gehe auf die Suche. Nach kommt, da ist noch was. In diesen riesigen Steinformationen. Oder ich stelle sie ihm selber her. Das geht natürlich auch. Gibt es da noch was unten? Zieht er nach Hause, auf jeden Fall steht noch Rohstoff unterhalb Stahl und nicht nix. Which is good. Extrem mittlerweile? Yuki, was ist los?
Danke, Erholungsbaum. Du erholst dich eh gerade. Richtig gemütlich, geräumige Umgebung, eindrucksvolles Schlafzimmer, nettes Esszimmer. Die wollen doch einfach Probleme haben gerade. Kannst du ein bisschen mehr leckere Mahlzeiten hier bitte machen? Es gäbe nicht wirklich schnell genug. Habe ich eigentlich noch Medizin jetzt? Ah ja, wie viel haben wir? 7. Geht so, sollte Fasane mal wieder sagen. Wobei, es werden auch gerade schön Joints gemacht. Kannst du mal kurz, ein paar Drogen machen? Also Medizin meine ich, eben keine Drogen. Die anderen wollen also nicht Drogen machen, sondern Joints drehen. Wofür man scheinbar ein Drogenlabor braucht in dieser Welt. Ich könnte da auch noch ein paar, mach mal noch 5 mehr. Was das irgendwer kann. Wie sieht's aus mit deiner... Okay, der Widerstand wird fleißig reduziert, sehr schön. So soll es sein. Stimmung zu niedrig, okay. Ich weiß nicht, wieso die Stimmung niedrig sein sollte. Zahl ist leibend. Ja, wieso sind diese... Okay, die sind voll. Die ist jetzt fast leer. How did that happen? Sind Stromnetz noch angeschlossen? Oh, I see. Warum sollte man sich sowas anschauen? Okidoki. Ich mache vielleicht einfach, wenn die Dinger explodieren, dann einfach, wenn ich da jetzt welche, wenn ich da einfach ein paar Geschütztürme reinbaue für den nächsten Insektenbefall. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Komm nicht so wirklich in Fahrt, Mutter, mit der Essensproduktion. Na gut, 9, aber es ist einfach nicht viel. Gebiet freigelegt. Okidoki. Bauteile müssen bitte auch schnell abgeholt werden, bevor sie verrotten. Zerrissene Kleidung, Silico. Okidoki. Fein, Risikozusammenbruch nur leicht, ist auch nett. Wir haben noch freie Betten, oder? Ja, wir haben noch einige freien, weil jetzt doch ein paar zusammengezogen sind. Was äußerst gut ist. Sehr positiv. Über was hast du dich zu beschweren? Müde, depressiv, hungrig? Nein, okay. Gleich so viele Sachen. Alright, alright. Neue Einstellung, das heißt, kann ich auf Windows schießen gerade. Dafür, dass ich. Hatte ich jetzt die ganze Zeit dir gesagt, dass du was schießen? Ein bisschen weird. Wieso betreibt da niemand Bergbau? Weil das nicht als erstes macht, oder wie? Also er betreibt nicht da als erstes Bergbau, sondern lieber im Freien. Oder halt ohne diesen Tiefenbohrer. He's shitting me. Lo. Yo, können Sie bitte den fucking... Yup, good job. Einfach mein armes kleines Hündchen hier... Oh shit, tot in 5 Stunden nicht schon wieder. Rette ihn, rette ihn. Ich soll sie nicht trainieren, du sollst ihn retten. Er kippt gleich um. Er kippt, come on, kipp um, du blödes Viech. Ansonsten bist du des Todes! Ja, kannst du bitte nicht noch extra weit weglaufen? Wie ihn wohin legen? Dude, please! Yo! 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 Jacques, Tierarzt, Jacques! Okay, let's go! Let's go! Come on, come on, come on! You got it! You got it! Jacques! Where the fuck are you? Dude, wieso müssen die mal ca. 10 Meter weit weg sein? Scheiße, dann mach du das. God fucking damn it. Scheiß Shark. Okay, Yuki ist rechtzeitig. Yuki for the win. Das war knapp. Vordere linke Pfote, hintere linke Pfote abgerissen. Das hört sich unangenehm an. Hey, wollten wir nicht eigentlich eine Beinprothese herstellen?
Haben wir eine Beinprothese hergestellt? Soll denen wir eine Beinprothese bekommen? Moment. War da nicht was? Ich erinnere mich dunkel. Alles cool, alles cool. Rechtes Bein abgebissen. Voll! Yo, wait a second. Operation, habe ich schon eine Aufgabe hinzufügen? Einfache Beinprothese. Rechtes Bein. Right? Ja. Hier pennen. und dann lassen wir hier die Medizin mal Medizin sein. Wo ist sie jetzt? Okay, Camille? Ja. Geh mal hier schön operieren. Wir haben eine Beinprothese, wie es aussieht. Hast du gerade die Beinprothese? Bist du eine Beinprothese? Du bist eine Beinprothese. Haben wir jetzt schon gemacht? Nein. Yuki? Hast du das nicht gerade vorhin schon machen sollen? Egal. Forschungsmenü und dann Vitalmonitor und dann pimpen wir unsere Krankenräume hier mal ein bisschen. Alles cool? Beinprothese! Nice. Very nice. Okay. Händler exotischer Güter. Kennen wir, wer war? Bist du Folterer? Nein, du bist Folterer. Kennen wir Ericsson mal? Nehmen wir mal die rechte Lunge. Dann nehmen wir die linke hier. Und dann, wenn es noch geht, nehmen wir das Herz. Falls ihr in der Zeit dafür hat, bitte. Ja, ich weiß, dass ein Patient auf seinen sicheren Tod, seine Operation wartet. Kein Problem. Inspirierte Kreativität. Wir könnten natürlich auch anders Zeug loswerden. Wer soll eigentlich mit euch reden am ehesten? Lou, genau. Wo ist Lou? 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 Können ja jetzt mit ihm reden und dann nochmal mit ihm, falls er immer noch da ist. Wir brauchen mehr Fleisch, wie es aussieht. Wir haben so viele Kartoffeln, aber wir haben kein Fleisch. Ah, oh, das Megasloth würde viel bringen müssen, das Megasloth. Da unten. Da müssen dann Harry und irgendwer andere zusammengehen. Ah, okay, so sieht das aus. Was können wir dir verkaufen? Smoke Leaf Joint will ich gerade nicht. Go-Juice können wir dir verkaufen von mir. Splash, dann will ich auch nicht. Künstliches Herz, Beinprothese, bionischer Magen, alles sehr interessant. Gold könnte man dir geben. Flachbild, ne, ich glaube, das passt für den Moment. Wir verkaufen dir nur mal den Go-Juice. For now. Oh, wir haben die beiden Sachen schon gemacht, nice. Wo ist Harry? Das ist das Wichtigste gerade. Sobald Harry wach ist, müssen wir ein bisschen aufpassen, damit er nicht allein das... Wobei... You know what? You need to go already. Und du musst ihn mitnehmen. Inwin... Wie... I don't know. Ja, Beatrice, wir müssen nicht unbedingt forschen gerade. Karte kann wieder laufen, das freut mich sehr für sie. Beatrice kommt schon mal vor Harry, wie es aussieht. Da kommt Harry. Wieso gehst du da rauf dafür? Aber bitte. Willst du bitte? Spielt Schach, are you fucking idiot? Jagt das dumme Megasloth. Beatrice ist nur als Backup da, falls das die Megastoff angreift. So haben wir nämlich auch schon Kolonisten verloren. Alright, good job. Vielleicht brauchen wir mehr Jäger ganz kurz, doch. Und dann lass ich nur einen jagen. Kloin. Ich meine, wir könnten wieder Silco jagen lassen. Du bist nur ein bisschen lahm, oder? Du hast aber einen Bolt Action Rifle. Ja, jag nochmal du auch. Und wir nehmen nur ein paar Viecher, die nicht so wehrhaft sind.
Wildtiere, was haben wir denn da? 0% Bug. Wunderbar. Geh mal die Viecher mal King und Do. All die. Für Fleisch. Und nur noch 4 einfache Mahlzeiten. Weil sobald wir das Megaslow angekarrt haben, sollte das alles wieder wesentlich besser werden. Also die Nahrungsmittelsituation eigentlich mit alles. Das ist natürlich das Wichtigste. Was? Yo, Harry! Zum Blödsinn. Wo sind wir andere? Beatrice. Einsperren. Wie schnell ist der? Shit. Ist er schneller als Beatrice? Come on, Beatrice, lauf ein bisschen. Let's go. Oh oh. Harry will mit mir kämpfen. Nicht Beatrice killen, bitte. Sich die Gefangennahme widersetzt, das ist aber nicht okay. Das ist gegen das Gesetz. Ich bin das Gesetz und so weiter. Ja, Kenta, kannst du mal auch darauf? Ich hätte vielleicht mit mehr als einer Person da hingehen sollen. Aber wer kann denn schon wissen, dass da fucking Harry einfach mal so abhaut? Wie wenn das überhaupt in irgendeiner Weise in Ordnung wäre. Which it isn't, by the way. Wer von euch beiden ist besser drauf? Ich meine, jetzt will er immer noch abhauen? Rasend vor Wut. Das ist eigentlich okay. Wenn du nicht immer noch weglaufen willst, dann keine Fine with this. Okay, nicht sterben allerdings, bitte. Ja, wir sind extrem nett. Wir killen dich, bevor wir dich gehen lassen. Come on, falsche Nummern, bevor du stirbst. Yo, Harry! Okay. Everything is fine. Sind wir in der Nähe? Nein, nimm du ihn gleich mit. Fangen. Wieso ist Harry nicht mehr? Ist jetzt Harry noch, wenn ich ihn rette? Ist er dann dabei noch? Nein, dann könnte ich nicht fangen sagen, wahrscheinlich. Kind of annoying. Gott sei Dank haben wir Platz gemacht. In einer unserer Gefängniszellen. Für den guten Harry, gerade noch rechtzeitig. Wo ist das Megaslow-Vieh hier jetzt? Hast du das wenigstens da hingelegt? Ja, oder? Sonst hätten wir nicht so viel Fleisch. Alright. At least. Ey, ihr sollt da nicht rumstehen, das passt schon. Dankeschön. Habt eure Arbeit getan. In der muss ich dann noch schnellstens darum kümmern, bitte. Jacques, hast wahrscheinlich nichts Besseres zu tun. Aha, du behandelst ihn bereits jetzt. Okay, gut, ciao. Ich würde gerne mal das hier deinstallieren. Und dann gescheites tatsächliches Krankenbett hinbauen. Okay, zuerst wieder Widerstand reduzieren und dann werden wir ihn wieder davon überzeugt haben, dass es jedoch viel schöner ist als irgendwo anders. Weil man sonst nämlich erschossen wird, wenn man nicht dieser Meinung ist. Wir haben ihn nur davor beschützt, elendig zugrunde zu gehen, okay? Bevor da irgendwo auf andere Ideen kommt. Wie sieht's eigentlich mit dir aus? Schon, noch nicht wirklich. Ich weiß gar nicht, ich weiß immer noch nicht, ob man den Widerstand wirklich zuerst auf 0 reduzieren muss oder nicht, aber ich mach's jetzt einfach mal. Was ist damit? Ja, dann kommt's doch. Wieso zieht er jetzt vorbei? Achso, hier kommt's von oben rein, oder wie? Sollen wir recht sein? Sollen wir absolut recht sein? Vielleicht habt ihr Komponenten, das wäre cool. Ich weiß auch noch nicht, was ich euch wirklich verkaufen kann. Die Beleidigungstour Yuki, sure. Was ist jetzt schon wieder? Beleidigungstour Kenta, es haben alle eine Beleidigungstour gerade. Wir haben nichts zu essen. Ist ihm aufgefallen? Na, du gehst nicht. Nicht feiern, wenn wir gar nichts zu essen haben, weil Yuki liebe Leute beleidigt, dass sie ihnen das Intelligentes zu tun. Wo ist jetzt? Wo ist die Karawane hin? Ist schon wieder weg? Wo ist der Großhändler? Oh mein Gott. Es prügeln sich auch noch alle! Wo sind die im Ernst? Das da ist. Okay. Wir müssen mal kurz mit dir reden gehen. Das Problem ist, dass Lou gerade Wichtigeres zu tun hat.
Ja, eigentlich unsere Aufseherin ist. Kaloin ist auch noch krank. Ich meine, Jutta, wenn wir keine guten Preise haben, aber whatever. Jutta, geh mal dahin. Die Hunde fressen auch so viel Kartoffeln. Wieso fressen die eigentlich Kartoffeln? Oder fressen die das Fleisch gerade? Maybe I'm stupid. Risikozusammenbruch, schwer, Kaloin und Beatrice. Okay, schon. Kann es sein, dass du jetzt nichts mehr das machst, was ich dir gesagt habe, dass du tun sollst? Ist es, weil er pennt und du deswegen nicht mehr mit ihm reden kannst? I don't get it. Das ist eigentlich direkte Befehlsverweigerung. Oh, da sind die jetzt? Nein, das sind Karibus. Wollte ich nur sagen. Dafür gehört man eigentlich erschossen, so wie Harry. Zum Oakleaf Excess. Ja, na geil. Ich hoffe, sie hauen nicht da unten weg. Ab. Sie hauen da unten weg? What? Jutta? Handelt mit Skorpionen, wenn es weiß. Come on. Ich hoffe, es geht sich noch aus. Aber wo sind deine ganzen Kameraden? Ich verstehe das gerade nicht ganz. Muss ich ehrlich zugeben. Der Jutta kann nicht richtig sprechen. Das ist nicht optimal, ich gebe es zu. Der hat... Du hast 201, du hast überhaupt nichts. So ein Trottel, okay, wir verkaufen einfach die ganzen blöden Waffen da. Die eh kein Schwein braucht. Ganz viele Schusswaffen, das wird super für dich. Die Shotgun werden wir auch los. T-Shirts ohne Ende. Okay, perfekt. Kannst du das bitte gleich mitnehmen? Dankeschön. Winter hat angefangen. Alrighty. Alrighty. Okay. Winter hat angefangen. Ich glaube, das ist ein guter Schlussstrich hier für den heutigen Stream. Wie gesagt, kürzer als sonst. Weil ich sonst jetzt hier dann von diesem Sessel hier falle, was nicht optimal wäre, würde ich mal sagen. Das, ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat, zuzusehen. Den nächsten Stream gibt es am Samstag, wenn ich nicht umkippe. Oder immer noch krank bin. Um 17 Uhr wieder. Es gibt auch einen YouTube-Channel, da werden die Streams auch immer angekündigt. Ebenfalls mit Namen Böser Gummibomb. Und für die vom YouTube-Channel... Zuschauen, wie gesagt, es tut mir leid. Es könnte sein, dass es noch ein bisschen ein längeres Loch gibt. Für YouTube-Videos, je nachdem. Ich muss schauen, wie es mir morgen geht. Anyways, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und wünsche euch einen schönen Abend. Servus!